Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, ich habe euch unbewussterweise ein bisschen angeschwindelt in der letzten Folge. Und zwar hatte ich ja gesagt, dass ich offline noch zwei Kontrakte erledigen muss. Das muss ich aber gar nicht, weil wir haben ja in der letzten Folge die Aufgabe gehabt beim Sprecher, also die tägliche Aufgabe sozusagen mit dem Schwarzen Sakrament. Und deswegen bekommen wir hier vorne direkt wieder eine neue Quest. Es ist ein seltener Anblick, dass so viele Mitglieder der Familie zur gleichen Zeit nach Hause kommen. Ah, ihr habt Mirabelle knapp verpasst. Sie hatte es auf dem Weg zurück zur Freistadt so eilig, dass wir kaum ein Wort wechseln konnten. Warum hatte Mirabelle es denn so eilig? Ich glaube, sie war auf dem Rückweg von einer Aufklärungsmission. Es hatte etwas mit Graf Carolus von Quatsch zu tun, soweit ich das beurteilen konnte. Mirabelle erwähnte, sie müsste Astara überzeugen und dann war sie auch schon weg. Sie ging in Richtung der Freistadt. Ja, Entschuldigung, ich wollte gerade mitlesen. Mirabelle hat den Grafen ausspioniert. Spionage, Aufklärung. Wenn man so darüber nachdenkt, gibt es da überhaupt einen Unterschied? Oh, das hätte ich fast vergessen. Astara hat nach euch gefragt. An eurer Stelle würde ich in die Freistadt zurückkehren und nachhorchen, was die Matrone von euch will. Ich mache mich in die Freistadt auf und spreche mit Astara. Ja, und nur so als kleine Info für euch. Also immer, wenn ihr ein Level wieder voll habt, ich weiß nicht, ob es zwischendurch auch möglich ist, aber auf jeden Fall, wenn ihr ein Level voll habt bei der Dunklen Bruderschaft, dann könnt ihr Richtung Wegschrein gehen. Und die Dame, die jetzt gerade mit uns gesprochen hat, spricht euch dann immer an für eine neue Aufgabe. Manchmal habt ihr allerdings auch Notizen, ja, meistens in der Nähe von der Tür, glaube ich, nach draußen. Die könnt ihr dann natürlich auch direkt lesen und die neue Aufgabe annehmen. So, dann hatte sie gesagt, wir sollen zu Astara gehen. Den Weg kennen wir jetzt mittlerweile in- und auswendig. Außer, dass ich gerade vor die Wand laufen wollte. Ihr lasst das viel zu nah an euch heran, Mirabelle. Außerdem hat der Sprecher schon entschieden. Zu nahe? Sie haben Simba getötet, Astara. Ich werde dabei sein, ob ihr das befehlt oder nicht. Assassine, es wird Zeit, eine überfällige Zahlung einzutreiben. Natürlich, Matrone. Aber warum war Mirabelle so aufgebracht? Mirabelles Ausbruch geht euch nichts an, Assassine. Konzentriert euch auf die vor euch liegende Aufgabe. Graf Carolus schuldet uns noch etwas für das Sakrament. Er hat behauptet, Informationen über den schwarzen Drachen zu haben. Trefft ihn in den Ruinen von Dasek Moor und findet heraus, was er weiß. Warum will er sich in den Ruinen treffen? Wir sind uns nicht sicher, doch das war der Treffpunkt, um den er bat. Er hat ein Lager dort, das er für seine eigenen geheimen Unternehmungen nutzt. Sprecht mit Mirabelle, bevor ihr geht. Sie hat Informationen über den Grafen, die euch bei eurer Mission nützlich sein könnten. Ich werde mit Mirabelle sprechen, bevor ich losziehe. Trödelt nicht, Assassine. Ich habe euch einen Auftrag gegeben und ich erwarte, dass ihr euch um ihn kümmert. Ehe ich losziehe und mit ihr spreche, könnt ihr mir sagen, was Mirabelle so aufgebracht hat? Neugier ist eine Eigenschaft, die ich nicht ermutige, insbesondere dann nicht, wenn es um Angelegenheiten innerhalb der Freistadt geht. Doch ihr werdet es schon bald genug herausfinden, da bin ich sicher. Die Verletzung von Tanek und der Tod von Simba und den anderen hat Mirabelle emotional werden lassen. Stand Mirabelle Simba nah? So nah, wie sich ein Liebespaar nur stehen kann, schätze ich. Die jüngsten Tode, die uns ereilt haben, hatten sich ebenfalls schon auf Mirabelle ausgewirkt. Aber Simbas Folter und Tod haben wirklich einen bleibenden Schaden angerichtet. Es hat sie sehr emotional werden lassen, was in unserem Geschäft nie gut ist. Was meint ihr mit emotional? Die Tode haben sie hart getroffen, insbesondere der von Simba. Es verlangt sie nach Rache und das macht sie unruhig und leichtsinnig. Das ist gefährlich für einen Assassinen. Wir müssen kalt, präzise und berechnend sein. Gefühle im Eifer des Gefechts führen nur zu Fehlern und die bringen den Tod. Könnt ihr mich daran erinnern, warum wir uns mit dem Grafen treffen wollten? Habt ihr euch so sehr in Kontrakte verstrickt, dass ihr es vergessen habt? Der Graf hat das Sakrament vollzogen und Gouverneurin Fortunata benannt. Dafür hat er uns Gold und Informationen über den schwarzen Drachen versprochen.
Ihr habt unseren Teil des Handels erfüllt. Jetzt ist der Graf an der Reihe. Ja, also ich fand jetzt den letzten Satz total überflüssig, aber ich will ja immer alles vorlesen. Astara hat euch einfach meine Mission gegeben, nicht wahr? Nun, ich kann nicht behaupten, dass mich das überrascht. Astara meinte, ihr hättet Informationen für mich. Ist das so? Dann mache ich also die ganze Arbeit und ihr streicht am Ende den gesamten Ruhm dafür ein? Ich bin es langsam etwas überdrüssig, mich die ganze Zeit über an die Schatten zu halten. Verzeiht. Wolltet ihr sonst noch etwas von mir? Die Informationen? Das ist wieder mal typisch. Na schön. Hört gut zu. Dasek Moor war einst eine Feste, ehe sie zur Ruine wurde. Der Graf hat ein kleines Lager dort, das er von Zeit zu Zeit benutzt. Auch wenn ich nicht feststellen konnte, wofür. Ich schätze, wir haben alle unsere Geheimnisse. Noch etwas? Entschuldigt mein Gebaren. Aber ihr müsst das bitte verstehen. Simba, jedenfalls habe ich Jagd auf den schwarzen Drachen gemacht. Auf eigene Faust. Ich kam ihr so nahe, dass ich ihre Stimme hören konnte. Aber ich musste die Jagd abbrechen. Ich wollte dabei nicht umkommen, wisst ihr? Ist das der Grund, weshalb Astara diese Mission nicht euch gegeben hat? Ist das nicht offensichtlich? Sie glaubt, ich habe nicht mehr den nötigen Abstand, dass ich zu traurig oder zu zornig bin, um die Aufgabe zu erfüllen, die ich schon 100 Male zuvor vollbracht habe. Versprecht mir bitte, dass ihr Astara nichts davon erzählt. Sie hält mich auch so schon für leichtsinnig genug. Ich werde euer Geheimnis für mich behalten. Ich weiß eure Diskretion zu schätzen. Wenn Astara wüsste, was ich getrieben habe, würde sie mich zu meinem eigenen Schutz einsperren. Wir sind Assassinen, verdammt nochmal. Wir brauchen keinen Schutz. Ich gehe jetzt und spreche mit dem Grafen. Eine Sache noch. Als ich dem schwarzen Drachen das letzte Mal auf der Spur war, bin ich ihr vorbei an den Ruinen von Dasek Moor in Richtung der alten Enklave des Stundenglases gefolgt, bevor ich kehrt machte. Sorgt unbedingt dafür, dass der Graf euch erzählt, was er über die alte Wirkungsstätte des Ordens weiß. Danke für die Informationen, Schwester. Optionale Schritte erzählt Astara von Mirabel. Wollen wir ja eigentlich nicht, ne? Ich will die jetzt nicht verpfeifen. Ich habe ihr das ja versprochen. Ich werde mal nicht mit ihr reden, weil ich weiß nicht, ob ich das dann noch abbrechen kann, wenn ich mit ihr spreche. Ich glaube, diese Option habe ich sogar noch nie gehabt, ehrlich gesagt. Also, dass ich das nicht gemacht habe, sondern ich glaube, bisher habe ich tatsächlich immer mit ihr gesprochen. Einfach nur, weil da der nächste Pfeil war. Nur ich bin ja kein Kameradenschwein. Und es würde mich mal interessieren, ob sich dadurch irgendetwas ändert, wenn ich jetzt nichts erzähle. Weil, wie gesagt, das habe ich so noch nicht gehabt. Ich werde jetzt erstmal eben mein Kopfgeld loswerden. Und dann sehen wir uns gleich am Zielort wieder. So, wir befinden uns jetzt hier oben in Quatsch. Das ist nämlich der nächste Wegschrein, den ich jetzt dazu habe. Und da wir jetzt auch kein Kopfgeld mehr haben, können wir jetzt auch ganz normal runterreisen. Sonst hätte uns die Wache eventuell aufgehalten. Jetzt müssen wir eben schauen. Den Grafen sollen wir irgendwo hier treffen. Da musste ich, glaube ich, musste ich da in das Schloss rein. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Nee, hier sind die Ruinen. Da müssen wir rein. Ich bin nicht daran gewöhnt, von Geheimgesellschaften herumkommandiert zu werden. Also bringen wir diese Sache hinter uns. Mir wäre es lieber, wenn wir diese Angelegenheit zu Ende bringen und dieses schreckliche Ritual, das ich durchführen musste, vergessen könnten. Es ist Zeit, eure Schulden zu begleichen. Erzählt mir vom schwarzen Drachen. Ich habe eurer Kameradin bereits alles gesagt, was ich weiß. Der Frau mit dem dunklen Haar und dem Stab. Ich glaube, sie sagte, ihr Name sei Mirabel. Muss ich mich wirklich für jeden einzelnen Assassinen wiederholen, der aus den Schatten tritt? Ihr müsst mir alles sagen, Graf. Natürlich. Ich gehe davon aus, dass ihr nicht wisst, dass der schwarze Drache das erste Schwert des Ordens der Stunde ist.
Meine Spione sagen mir, der Orden zieht eine Armee in der Enklave des Stundenglases zusammen. Belagerungswaffen, neue Rekruten. Sie bedrohen Quatsch und die Bruderschaft gleichermaßen. Euer Kontrakt wurde gänzlich beglichen. Wenn das alles ist, würde ich gerne wieder auf mein Pferd steigen und zum Kastell von Quatsch zurückkehren. Falls ich zu lange fort bin, lässt Primas Artorius vermutlich noch alle Schlösser wechseln. Graf Carolus, noch ein paar Fragen bitte, bevor ihr geht. Oh, na schön. Was sind schon ein paar Augenblicke mehr, wenn man sie mit einer tödlichen Assassine verbringen darf? Was möchte die Bruderschaft noch wissen? Erzählt mir mehr über die Enklave des Stundenglases. Meine Spione beobachten das alte Hauptquartier des Ordens von diesem Lager aus. Seit ein paar Tagen kommen Wagen mit Versorgungsgütern hier an. Wenn ihr den Orden schwächen wollt, dann vernichtet seine Belagerungswaffen und hindert ihn daran, noch mehr Rekruten bei sich aufzunehmen. Damit tut ihr uns beiden einen Gefallen. Woher kommen diese neuen Rekruten? Der Primas hat allen Rotsegelpiraten, die sich bereit erklärt haben, dem Orden die Treue zu schwören, eine Begnadigung angeboten. Seit Fortunatas Tod kommen sie in Scharen zur Enklave. Ich wünschte, ich wüsste, was Artorius mit einer Armee aus Priestern und Piraten vorhat. Ich dachte, der Orden der Stunde arbeitet für euch. Wie kommt ihr denn nur darauf? Der Orden ist eine Gemeinschaft aus Kriegerpriestern, die sich dem Schutz der Kathedrale von Akatosh verschrieben haben. Zumindest fing er so an. Inzwischen rekrutiert er jeden, der ein Schwert schwingen kann. Ich ließ mich darauf ein, seine Befugnisse auszuweiten. Ihr habt militanten Priestern völlig freie Hand in Quatsch gewährt? Ich stand mit dem Rücken zur Wand. Angesichts von Anvils streitlustigem Gebaren und dem rasanten Anstieg der Zahl an Morden brauchte ich dringend Hilfe. Primas Artorius schlug den Orden vor und ich willigte zögerlich ein. Das war, bevor ich wusste, dass der schwarze Drache zu ihren Reihen gehört. Gibt es sonst noch etwas, das ihr mir über den schwarzen Drachen sagen könnt? Ich weiß nur, dass der schwarze Drache eine der tödlichsten Kriegerinnen ist, die ich je gesehen habe. Sie trägt eine Rüstung so schwarz wie das Reich des Vergessens und doppelt so furchteinflößend. Sie macht sogar den Rest des Ordens nervös. Gleich nachdem mich die ersten Berichte über sie erreichten, begannen die Morde. Habt ihr irgendeine Ahnung, warum eine Kriegerin des Ordens Mitglieder der Dunklen Bruderschaft ermorden würde? Nicht die geringste. Wir kamen erst kürzlich auf den Verdacht, dass die Mordopfer zu eurer Gilde gehören könnten, weshalb meine Spione dieser Spur auch nie nachgegangen sind. Fasst das nicht falsch auf, aber wenn ihr euch am Ende wechselseitig ausgelöscht hättet, hätte mir das auch keine schlaflosen Nächte bereitet. Beim Rubinthron, hört auf damit! Ich habe euch alles erzählt, was ich weiß. Der Orden der Stunde hat seine Reihen verstärkt, indem er Fortunatas Piraten Begnadigungen anbot. Und den schwarzen Drachen findet man in der Enklave des Stundenglases. Und nun lasst mich in Frieden! So. Okay, hier war es tatsächlich nur am Flackern. Ich dachte, hier wäre eventuell noch ein Buch gewesen oder so. Gut, untersucht die Enklave. Müssen wir uns mal ein bisschen breiter stellen, weil hier auch viele Gegner sind. Assassine. Hier drüben. Ich bin jetzt erschrocken. Assassine. Ich hatte gehofft, euch hier zu treffen. Mirabelle, was macht ihr hier? Für wen haltet ihr euch, meine Taten in Frage stellen zu wollen? Wenn ihr es denn unbedingt wissen müsst. Astara hat mich geschickt, um dem Treiben des Ordens der Stunde nachzugehen. Belagerungswaffen, neue Rekruten. Sie bauen hier draußen eine Armee auf. Astara hat euch geschickt? Das habt ihr gleich durchschaut, nicht wahr? Astara hat mich nicht geschickt. Das war eine Lüge. Ich bin ohne Kontrakt oder Erlaubnis hier. Ich weiß, dass es für euch vielleicht schwer zu verstehen ist, aber ich muss das tun. Für Simba. Was genau plant ihr zu tun? Nur eine Sache. Ich muss den schwarzen Drachen finden und sie für das büßen lassen, was sie Simba angetan hat. Ich habe ihre Stimme gehört und ich würde sie überall erkennen. Werdet ihr euch mir in den Weg stellen? Ihr solltet euch dem schwarzen Drachen nicht alleine stellen. Ich erwarte nicht, dass ihr das versteht und ich will eure Hilfe nicht. Übrigens, diese Belagerungswaffen und die anderen Vorbereitungen, die der Orden trifft. Ihr solltet alles tun, was ihr könnt, um sie zu zerstören und diese Unternehmungen zu sabotieren. Ich werde die Vorbereitungen des Ordens stören, wenn ich kann. Deswegen bin ich ja im Endeffekt hier.
So, wir haben wieder einen Kopfgeldbereich. Ah, da unten ist einer. Moment, kann man sich da anschleichen? Hier ist auch nochmal was zu lesen. Der Orden braucht euch. Hinten ist auch noch einer. So, hier ist sogar noch eine Truhe. Gucken wir doch mal eben. Wäre natürlich cleverer gewesen, die jetzt zu öffnen, wenn der Typ tot wäre. Der geht direkt auf den Toten zu, aber es ist alles okay. Och, natürlich. Natürlich. Die ganze Zeit sieht der mich nicht, aber wenn mein Stab hier so ein Stück rausguckt, dann sieht er mich natürlich. Ach, es wäre auch zu schön, wenn wir mal eine Folge hätten, wo wir kein Kopfgeld bekommen würden. Ja. So, was ist mit dem Typen? Der geht nach oben. Untersucht die Enklave. Das heißt, wir müssen dann noch weiter nach oben rein. Wenn ich das aber richtig sehe, ist da oben rechts auch noch ein Kerl, ne? Ja, da bewegt sich was. Und eventuell noch links. Oh, links sind sogar zwei. So, das musste jetzt mal eben sein, weil ich mir nicht sicher war, ob der sich jetzt gleich umdreht. Welche Sicherheiten habe ich, falls ich das Angebot den anderen Rotsegelkapitänen unterbreite? Ich garantiere euren Piraten sämtliche Rechte und Privilegien des Ordens. Solange sie nur rechtschaffen handeln. Und die versprochenen Begnadigungen? Weite Teile meiner Mannschaft werden für Verbrechen an der Goldküste gesucht. Wer sich dem Orden anschließt, dem werden wir seine Verbrechen vergeben. Religiöse wie weltliche. Wir nehmen übrigens gerade die Mannschaft von Kapitän Sayers auf. Ich unterbreite meiner Mannschaft euer Angebot, nachdem ich das Aufnahmeritual gesehen habe. Okay, hier steht, ich soll es untersuchen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die jetzt umbringen soll, weil ich bin ja immer noch in dem Bereich, wo die mich nicht sehen dürfen. Haltet die Verhandlungen auf. Also doch. Na gut. Da bekommt man dann kein Kopfgeld für. Okay. Abgeschlossen. Einmal hier hinten rein. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt Kopfgeld kriege oder nicht. So, nehmen wir mal wieder alles mit. Bald haben wir keine Plätze mehr, um irgendetwas überhaupt einpacken zu können. Und umwandeln zu können. Also einpacken okay, aber umwandeln könnte schwer werden. Bleibt der jetzt da unten stehen oder dreht er? Oh, oh, okay. Kann sein, dass der stehen bleibt, aber gut, dass ich kurz gewartet habe. Na, geh wieder, komm. Gerade noch sagen, ich wette, der eine sieht mich jetzt, wenn ich den umbringe. Da sitzt da. Das ist, was er gesagt hat. Okay, an der muss ich vorbei. Ich bin mir jetzt nicht sicher, weil die eine Fackel trägt. Na komm, beweg dich. Oh, 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 oh. Sehe ich die andere nicht mehr?
Oh, oh, oh. Eieiei. Sie geht. Alter, ich habe gerade auf X gedrückt. Wieso hat die mich entdeckt? Was soll denn der Quatsch? Ehrlich, ey. Das sind zwei. Nur die toten Fische folgen meinen. Bin mir jetzt nur nicht sicher. Eure Vergangenheit verblasst in eurem neuen Leben für Akatosh. Ehre den Ort. Halte das Aufnahmeritual auf. Okay, super. Prügeln kann ich. Hallöchen. Beweist euch, Initianten. Zu mir, Mach Krieger ich. Von Akatosh. Nu? Verbrennt die Begnadigung. Wo sind die? Achso, da hinten rum. So ungerne ich eigentlich rumlaufe und rumprügel ohne Grund, so gerne oder so lieber mache ich das anstelle von herumschleichen und Kopfgeld kassieren. War aber jetzt sonst keiner mehr, ne? So, einmal, zweimal und einmal verbrennen. Hinten ist noch eine Kiste, habe ich gesehen. Sehr schön. Durchsucht die Enklave weiter. Hallo, ich sehe nichts mehr. Wir durchsuchen alles, kein Problem. Mal alles mit. So, ich wollte gerade sagen. Oh, 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 oh. Bewegt er sich? Der hat sich ja eben bewegt, ne? Der müsste jetzt quasi... Ja, ja, müsste jetzt wieder zurückgehen. Ich wusste es. Ist da noch einer? Alter! Ich stehe direkt hinter dem. Wobei, ich glaube, ich muss mich hier nicht mehr... Ich kriege irgendwie kein Kopfgeld mehr. Kann das sein? Hier ist kein Durchgang. Geradeaus und dann rechts. Also ich bin mir nicht sicher, aber es ist hier alles so fürs Schleichen ausgelegt. Mir wird kein Grund einfallen, warum ihr das gerade getan habt. Das ergibt keinen Sinn. Nee, das ergibt wirklich keinen Sinn, weil er mich gar nicht gesehen haben kann, weil er was dazwischen stand. Da sind mehrere Leute. Oh, da ist auch einer. Da sind sogar zwei. Da hinten ist was zu lesen. Ich hoffe, die sieht mich jetzt nicht. So, komme ich da noch ran? Na? So, wo müssen wir denn hin? Moment, wir müssen da in die Richtung. Der Typ dreht sich aber auch so gar nicht um, ne? Ich wollte jetzt nicht, dass der jetzt hier auch noch rauskommt. Der wird mich doch 100 pro sehen. Ja, natürlich. Und dadurch wurde der zweite auch benachrichtigt. Was auch sonst.
Hallo, wo kommst du denn jetzt her? Du warst gar nicht hier. Also anscheinend kriegen wir doch Kopfgeld, aber nicht jedes Mal. Also irgendwie ist es sehr unlogisch, ich weiß auch nicht. Die Frage ist jetzt, wie komme ich jetzt... Oh, die bewegt sich. Wo ist sie jetzt hin? Ach, die ist da hinten. Den muss ich töten. Warum muss ich den töten? Das könnt ihr nicht tun. Das verstößt gegen das Gesetz. Habe ich aber schon getan. Die Gesetze wurden doch nicht gemacht, um sie zu brechen, wie ihr schon bald feststellen werdet. Ich vergebe meinen Feinden. Oh. Den habe ich jetzt erst nicht gesehen. Ich bin unbewaffnet. Könnten wir uns unterhalten, ehe ihr mich tötet? Okay. Von mir aus. Ich wollte sie gerade töten, das ist richtig. Es scheint, als hättet ihr mir etwas voraus. Doch ihr müsst euch nicht um mich sorgen. Steckt eure Waffen weg und ich helfe euch so gut, wie ich nur kann. Erzählt mir, wo ich den schwarzen Drachen finden kann. Den schwarzen Drachen? Wie kühn von euch, die mächtigste Kriegerin unseres Ordens aufsuchen zu wollen. Ich kann euch zeigen, wo ihre Gemächer sind, wenn ihr mögt. Wisst ihr, der schwarze Drache war einmal fast wie ihr, bevor sie nach Erlösung suchte. Fast wie ich? Was meint ihr? Soweit ich gehört habe, war sie eine Assassine. Sie tötete auf Befehl und ohne Gnade. Sie zog eine Spur aus so vielen Leichen hinter sich her, dass man einen Friedhof mit ihnen hätte füllen können. Sie war ein Mitglied der Dunklen Bruderschaft. Das war sie. Bis sie es zu weit mit ihr trieben. Woher wisst ihr das alles? Mitglieder des Ordens werden dazu ermutigt, über ihre Vergangenheit zu sprechen. Doch wir sollten uns an einen weniger öffentlichen Ort zurückziehen. Ihr wollt euch sicher nicht so offen blicken lassen, falls weitere Leute vom Orden hier auftauchen. Ich bringe euch zu den Gemächern des Schwarzen Drachen. Dort können wir reden. Geht voraus. Bleibt in der Nähe. Die Gemächer des Schwarzen Drachen sind hinter dieser Tür. Folgt mir. Mhm. Kommt die auch mal, damit ich eindringen kann? Lyra, bisschen schneller hier. Sieht aus, als wären wir allein. Tut es das? Ich nutze mal eben die Gunst der Stunde. Und bevor ich hier irgendetwas trigger, nehme ich jetzt mal eben die ganzen Sachen hier. So, Tagebuch des Schwarzen Drachen. Könnt ihr euch gerne durchlesen? Werde ich jetzt nicht machen, weil das ein bisschen zu viel ist. Assassine, hier oben. Ich warte auf den schwarzen Drachen. Dem Drachen eine Falle stellen? Ist das der Plan? Wartet, wen habt ihr da bei euch? Ich bin euer Tod, törichte Närrin. Wir sehen uns wieder, Assassine, und nächstes Mal rechne ich mit euch ab. Trauert nicht um mich, Assassine. Ich habe immer von der Leere geträumt. Bald sehe ich Simba. Und den Schreckensvater wieder. Warnt Astara. Der schwarze Drache ist... Gerade vor meinen Augen entkommen. Ja. Ich würde sie ja gerne mitnehmen. So, wir haben den öffentlichen Bereich verlassen, sind in einer etwas prekären Lage hier hinten. Ich werde mal in den Wegschrein freischalten, das Kopfgeld loswerden und dann sehen wir uns gleich in der Dunklen Bruderschaft wieder. Bis gleich. Und wir sind da, um die
wirklich traurige Nachricht zu überbringen. Astara. Oh, sie ist diesmal hinten. Also, Assassine, waren die Informationen des Grafen den Ärger wert? Der Graf verriet mir, dass der Schwarze Drache das erste Schwert des Ordens der Stunde ist. Der Schwarze Drache gehört dem Orden an? Das rückt alles, was sie uns angetan hat, in ein völlig neues Licht. Was habt ihr sonst noch herausgefunden? Der Orden der Stunde nutzt die Rotsegelpiraten, um seine Reihen zu stärken. Die Großpredigerin, die Kantoren und jetzt eine Streitmacht von Glaubenskriegern. Es scheint, als hätten die Priester Akatoshs der Dunklen Bruderschaft den Krieg erklärt. Wart ihr in der Lage, sonst noch etwas über den Schwarzen Drachen herauszufinden? Der Schwarze Drache und der Orden haben die alte Enklave des Stundenglases zu ihrem Hauptquartier gemacht. Dann hat der Graf die Ruinen von Dasekmor also dazu genutzt, den Orden der Stunde auszuspionieren. Wenn wir doch nur irgendeine Ahnung hätten, wer in der Rüstung des Schwarzen Drachen steckt. Er ist eine Frau namens Lyra. Sie war womöglich sogar ein Mitglied der Dunklen Bruderschaft. Ich habe ihr Tagebuch geborgen. Eine unserer Brüder und Schwestern? Der Name sagt mir nichts, aber es gibt noch andere Freistätten. Warum sollte unsere Schwester Jagd auf uns machen und für den Orden der Stunde arbeiten? Wo ist Mirabelle? Sie musste in einer Sache für mich nachbohren. Mirabelle ist tot. Der Schwarze Drache hat sie getötet. Ihr seid dem Schwarzen Drachen begegnet? Und ihr habt überlebt? Aber Mirabelle, warum war sie überhaupt dort? Ich wusste, dass ihr Leichtsinn sie noch umbringen würde. Und jetzt sehen wir uns einer noch größeren Bedrohung gegenüber. Trotz allem, was ihr in Erfahrung bringen konntet, ist da immer noch so viel, was wir nicht wissen. Ich konnte eine Reihe von Vorbereitungen des Ordens sabotieren. Ihr habt gut daran getan, die Vorbereitungen des Ordens zu stören, und eure Belohnung beinhaltet daher auch einen kleinen Zuschlag. Ich wünschte nur, wir hätten dabei nicht noch eine Schwester verloren. Fürs Erste wäre das jedoch alles, Assassine. Sprecher Terenus und ich haben viel zu besprechen. Und wir bekommen lila Handschuhe von Sitis Rüstung, also Sitis Berührung, und einen Fertigkeitspunkt. Der Schwarze Drache hat wieder zugeschlagen. Mirabelle ist tot. Ist das bei der Mission der Assassine geschehen? Konnten wir etwas erfahren? Oder starb Mirabelle umsonst? Wir wissen nun, dass der Schwarze Drache das erste Schwert des Ordens der Stunde ist. Wir haben ihr Tagebuch geborgen und ihren Namen erfahren. Lyra. Lyra? Lasst mich das Tagebuch studieren und seine Geheimnisse offenbaren. Ich könnte mir niemand Besseres dafür vorstellen, Bruder. Ich stürze mich sofort auf das Tagebuch des Drachen. Tut das unbedingt. Ja, und hinter mir kommt gerade einer angeschlichen, der mich umbringen will, so wie das aussieht. Ich gehe mal ein paar Meter auf Abstand. Ja, mit den traurigen Szenen, beziehungsweise den traurigen Szenen, die davor gewesen sind, muss ich mich leider heute verabschieden. Und wir sehen dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.